Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Hier ist wieder euer Hoder. Jo, was machen wir heute? Wir haben den Tier 5 Premium Kreuzer der Russen ausgegraben, die Murmansk, ein wirklich furchterregender Gegner in den richtigen Händen. Ja, die Feuerrate ist jenseits von Gut und Böse ebenso die Reichweite der Geschütze. Des Weiteren hat er auch noch Torpedos an Bord. Ein sehr hübsches Schiff, eigentlich nur eine etwas modifizierte Omaha. Der ideale Zerstörerjäger. Ja, die Russen haben von Haus aus eine schöne Tarnung drauf, die gefällt mir sehr gut. Und es ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Schiff, was die Credits angeht und die EP angeht. Ja, wir befinden uns auf der Karte Verwerfungslinie im Domination-Modus. Was werden wir tun? Ja, wir werden uns eins der drei Caps sichern. Vor Zerstörern habe ich mit diesem Schiff keine Angst, da es auch noch sehr, sehr wendig ist. Das heißt, wir laufen erstmal Richtung C und schauen mal, was wir dort ausrichten können. Ansonsten, das Matchmaking ist hier sehr ausgeglichen. Ja, nur Tier 4 und Tier 5er drinne. Da haben sich noch zwei Dreier rein verirrt. Auf unserer Seite haben wir da die Tenrium, müsste das sein. Auf der gegnerischen Seite die St. Louis. Ansonsten sieht das hier sehr ausgeglichen aus. Der Gegner hat zwei Zerstörer. Wir haben zwei Zerstörer. Jeweils ein japanischer Flugzeugträger der Stufe 5, der uns aber keine Sorgen machen soll, weil die Torpedos auf dieser Tierstufe noch recht langsam unterwegs sind. Und wie gesagt, die Murmansk ein sehr, sehr wendiges Schiff ist. So, schauen wir hier mal um die Ecke. Unterstützung läuft uns bisher noch keine hinterher. Oh ja, doch, da ziemlich weit hinten. Gucken wir einfach mal, was wir hier so ausrichten können. Der Rest von unserem Team, ja, kann ich noch nicht so richtig erkennen. Nur die Tenryu scheint Richtung A zu gehen. Die Schlachtschiffe, die Amerikaner, gehen erstmal längs, um Ziele in größerer Entfernung bekämpfen zu können. Wobei die amerikanischen Schlachtschiffe doch sehr, sehr langsam sind und wenn sie sich einmal für eine Richtung entschieden haben, wird es sehr schwierig, da noch umzukehren. So, wir halten uns hier erstmal im Schatten der Insel ein bisschen auf, um nicht sofort aufzugehen, wenn da was kommt. Fang an, C für uns einzunehmen. In A scheint ein Zerstörer drinne zu sein oder irgendwas anderes des Gegners. Zumindest wird A schon für die Gegner gecapped. So, jetzt laufen wir hier ein bisschen quer. Aber momentan läuft das Cappen weiter. Das heißt, hier befindet sich kein gegnerisches Schiff im Cap-Kreis. Ob eins in der Nähe ist, kann ich momentan noch nicht sehen. Ein bisschen Fahrt rausnehmen. Nach oben gedreht, hier durch die Lücke kommen ganz gerne mal Zerstörer durch. Deswegen habe ich meine Geschütze momentan in die Richtung ausgerichtet. Da drüben läuft eine was? Eine Omaha. Praktischerweise das amerikanische Pendant zur Murmansk. So, das erste Cap haben wir für uns gesichert. Der Gegner konnte sich Cap A sichern. Schauen wir mal, ob wir auf die Murmansk feuern können. Ist der Berg noch dazwischen? Aber jetzt müsste es gleich gehen. So, hinter mir läuft eine ISO-Kause von uns. Das ist in Ordnung. So, auf die Omaha abgesetzt. Aber die dreht weiter. Das dürfte nichts werden. Ah, da vorne, eine Klemsen. Zerstörer in der Lücke, wie gehabt. Feuer frei. Ja, erste Salve trifft hervorragend. Sehr schön. Da kommt Torps. Ah, von vorne kommt auch was rein. Oh je, die ging voll drüber, die Salve. So, jetzt, was kommt von hier oben rein? Eine St. Louis, der Dreier. Okay, mit dem sollten wir fertig werden. Schnell mal die Torps rausgehauen. Jetzt wieder umgeschalten auf Geschütze. Und Feuer eröffnen. Das war mal gar nichts, außer dass sie ihm ein paar Geschütze weggenommen haben. Jetzt dreht er nach oben weg. Jetzt lohnt sich das nicht mehr auf HE umzuschalten, auf AP umzuschalten. Deswegen feuern wir ja einfach mit AP weiter. Die Torps gehen leider ins Leere. Ja, da haben wir schon das erste Mal in Brand geschossen. Wieder ein Sekundär, einen kritischen Schaden verursacht. Irgendein Geschütz weggenommen. So, das zweite Mal in Brand geschossen. Ihr seht, wie wendig die Murmansk ist hier. Den Schüssen kann man eigentlich recht gut ausweichen. Er feuert hier auf mich, trifft aber momentan nie wirklich gut. Konzentriert sein Feuer ja anscheinend auch auf was anderes. Großer Fehler. Zwei Brände hat er, nicht mehr viel Platten. Haben wir nochmal getroffen, nochmal einen frischen Brand gesteckt. Und da haben wir ihn ausbrennen lassen. So, was war hier in der Mitte? Habe ich gerade was gesehen? Eine Königsberg. Aber die läuft hier nicht in den Spalt. Oh ja, doch, irgendwas steht hier am Cap.
Ja, da ist eine Nebelwolke, das heißt, es könnte von dem feindlichen Zerstörer sein, der hier probiert, uns Cap C streitig zu machen. Cap B wurde mittlerweile eingenommen von den Gegnern. So, Torps sind geladen. Schauen wir doch mal. So, drehen wir jetzt wieder nach oben, um eventuell die Lücke dort zu säubern. Da steht hundertprozentig der Zerstörer drin. Könnte ich eine Wette machen. Von vorne kommt Torpedoflieger, macht mir auch keine Sorgen, weil die doch eine recht gute Flak hat, die Mormann. So, hinten geht die Königsberg auf. Die will da uns in die Zange nehmen. Da laufen die feindlichen Torps. So, Königsberg. Torpedos absetzen. Schön auf die Ecke. Jetzt wieder auf Geschütze umgeschaltet. Aufpassen, ob wir den Zerstörer hier vorne finden. Jawohl, da geht er auf. Die Klemsen. Probiert uns das Cap streitig zu machen. Feuer wird eröffnet, da kommen die Torps. Erste Salve hat getroffen, leider nicht so wie ich wollte, da er am Felsen hängt. Zweite Salve schießen wir hinterher. Mal gucken, wie die Torps laufen, aber den sollte ich problemlos ausweichen können. Und die nächste Salve trifft sie auch wieder sehr hart, die Klemsen setzt sie in Brand. Oh, sehr schön. Die Königsberg ist da direkt in meine Torps reingelaufen. Sehr schön. Damit haben wir einmal vernichtender Schlag und Doppelschlag bekommen. Doppelschlag ist eine Medaille, die man auch relativ selten bekommt. Muss man innerhalb von 10 Sekunden zwei Schiffe ausschalten. Das hat hier in dem Falle funktioniert. Freut mich sehr. So, da hat die Königsberg nochmal ihre Torps abgesetzt. Aber das sollte für meine Momanz kein Problem sein. Sind wir sehr schön rausgekommen. So, was nun? Ich denke mal, wir fahren hier vorne um die Ecke und probieren da irgendwas zu klären. Wie sieht's aus? Wir haben drei Schiffe verloren, der Gegner hat drei Schiffe verloren, allerdings führt der Gegner mit knapp 200 Punkten, da er zwei Caps besitzt und wir bloß eins. Das ist ein Zustand, den ich nicht unbedingt gutheißen kann und deswegen machen wir uns hier an die Arbeit, um den Gegner zu dezimieren und ihm eventuell noch ein Cap abzunehmen. So, volle Fahrt voraus. Jetzt geht hier noch nichts auf. Aber Cap B scheint verlassen zu sein, zumindest unsere ISO-Karse, die da in der Mitte durchgelaufen ist, macht dann nichts auf. Unsere ISO-Karse, die da vorgeprellt ist, macht Jagd auf den feindlichen Flugzeugträger. Nicht unbedingt die beste Wahl, wenn ihr mich fragt, weil das ist halt ein Japaner, die haben selber schon eine recht hohe Geschwindigkeit, ehe man da in Torp-Range kommt. Ja. Da kann schon einige Zeit vergehen. Außerdem ist der Flugzeugträger hier nicht so gefährlich und spielentscheidend, dass man ihn jetzt jagen müsste. Das kann man zum Schluss immer noch tun. So, 4-4. Gegner führt immer noch. Baut seinen Vorsprung weiter aus, da wir wie gesagt nur ein Cap besitzen. So. Eigentlich hätte ich gedacht, die ISO-Karse ist jetzt so clever und läuft mit ihrem getarnten Zerstörer da in Richtung B. Macht sie nicht. Ich schreibe im Cap da noch, im Chat da nochmal, dass er doch ins Cap laufen soll. Aber irgendwie scheint er das nicht zu beherzigen. So, was kommt da vorne rein? Arkansas Beta, das Belohnungsschiff für alle Spieler, die bei der Closed Beta mitgemacht haben. Kein schlechtes Schlachtschiff, hat allerdings den Nachteil, dass es keinerlei Flak an Bord hat. Das heißt, unser Flugzeugträger könnte den hier eigentlich gut rausnehmen. Kommt gleich in Reichweite, 14,8 habe ich mit der Murmansk. Oh, setzen wir mal die erste Salve ab. Ich glaube das nicht, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Die zweite ISO-Karse macht sich jetzt auch in Richtung Flugzeugträger unterwegs. So, haben wir schön erwischt. Haben wir schon mal in Brand geschossen, die Arkansas Beta. Gut, dann müssen wir uns halt in Richtung Cap B auf den Weg machen. Mittlerweile haben wir da ein paar Schiffe mehr versenkt wie der Zerstörer. Oh, und Salve auf Salve rauscht da in die Arkansas Bay da rein. Mein Gott, Isokase. Wir hätten das Cap schon lange eingenommen haben können. Jetzt muss ich das machen. Setze mich natürlich dadurch dem Gefahr des Beschusses aus, weil ich hier halt nicht diesen Tarnwert habe wie die Isokase. So, die Arkansas Beta brennt lichterloh, sehr schön. Haben wir auch schon etliche Treffer gelandet. Scheint da momentan noch nicht auf mich. Oh ja, doch, jetzt zielt sie dann doch auf mich. Schauen wir mal.
Treffer auf Treffer rauscht dort rein. Ja, jetzt hat sie auf mich abgesetzt. Aber nur halbherzig und daneben geschossen hat sie auch noch. Jetzt laufe ich hier hinter die Insel. Da haben wir ordentlich Treffer auf die Arkansas Beta gemacht. Allerdings, den Kill holt sich jemand anders, nämlich die Königsberg. Unsere Isokasen sind wirklich eine Wucht. Greifen dazu zweiten Flugzeugträger an, der fürs Spiel überhaupt nicht entscheidend ist hier momentan. Und die Schlachtschiffe des Gegners können tun und lassen, was sie wollen. So, Cap B haben wir erobert. Das heißt, wir haben schon mal zwei Cap-Eroberungen gemacht. Ordentlich Treffer haben wir schon gemacht. Zwei Torpedotreffer. Drei Schiffe haben wir gekillt. Wieso drei? Ja, ach ja. St. Louis, Clemson und Königsberg. So, was nun? Momentan alle ziemlich out of range oder hinter Bergen versteckt. Ich würde mal sagen, ich laufe dann Richtung Cap A, um eventuell Cap A noch einnehmen zu können, dass der Gegner keine weiteren Punkte hier bekommt. Aber da taucht eine Wyoming am Horizont auf, die vermiest mir diesen Plan dann doch. So, setzen wir mal eine HE-Salve auf die gute Wyoming ab. Die hat jetzt auch auf mich geschossen. Jawohl, 3x, 4x, 5x. Allerdings leider kein Feuer entfacht. 6x, 7x und immer noch kein Feuer. So, was nun? In New York ist er dort oben auch noch. So, die erste Isokase hat es erwischt. Der Flugzeugträger schwimmt übrigens immer noch. Und die zweite Isokase hat es auch erwischt. So, tut mir leid, das konnte ich mir nicht verkneifen hier. Die DDs, die da zu zweit auf einen Flugzeugträger losgegangen sind und haben sich beide rausnehmen lassen. So, das heißt, unsere DDs waren völlig nutzlos in diesem Gefecht. Aber wirklich völlig nutzlos. So, ja gut, über den Berg komme ich halt nie. Ja, sehr ärgerlich. Jetzt haben wir nur noch vier Schiffe, der Gegner hat noch fünf. So, nochmal darüber geschossen. Oh, da kriege ich einen Treffer von vorne. Ach, herrje, da taucht die New York auf. Abdrehen, erstmal Torpedos absetzen. Zack, und jetzt Geschütze ausrichten. HE-Beschuss aufnehmen. Und jetzt abdrehen. Jawohl, sie brennt, sehr schön, gefällt mir gut. Fährt auch Stoh gerade aus, das sieht gut aus für meine Torps. Sie hat ihr Feuer gelöscht, das gefällt mir natürlich sehr gut. Wenn meine Torps jetzt noch treffen und einen Wassereinbruch verursachen, könnte das dann doch erheblichen Schaden verursachen, sehr schön. Aber, ja doch. Da tickt was runter. Nochmal Torps raus. Von der anderen Seite. Und weiter das Feuer aufrechterhalten. Dabei probieren auszuweichen, weil die Entfernung mit 5,3 Kilometer, wenn sie mich da erwischt, dann könnte das übel enden. Ui, oben haben wir jetzt gar nichts mehr stehen. Unsere Miyogi, weiß der Geier, was die dort oben macht. Wollte die in wirklich allen Ernstes den Flugzeugträger verfolgen. Ich kann es nicht nachvollziehen, was die dort oben tut. Ja, ich bin hier alleine jetzt gegen die feindliche Übermacht. Oh, da konnte ich nochmal einen Torpedotreffer landen, nochmal mit dem Wassereinbruch. Sehr schön. Die Brände tun ihr Übriges dazu. Jetzt verliert er doch massiv Lebenspunkte. Oh je, da gab es die Großkalibermedaille für mich. Sehr schön. Aua, 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 aua. Haben wir schweren Schaden kassiert. Wie gesagt, auf die Entfernung vorbeizuschießen ist sehr, sehr schwierig. Da kommen auch noch Torps von einem Torpedoflieger. Die hätte ich fast übersehen, aber da bin ich raus. Sehr schön, haben wir den nächsten abgebrannt und absaufen. Und da erwischt mich die Wyoming von der Seite. Na, ist klar. Unsere Miyogi fährt oben auf die A-Linie. Keine Ahnung, was das soll. Mal ganz ehrlich. Leute, ein Schlachtschiff, der hier noch gar nichts gerissen hat, fährt oben auf der A-Linie und verfolgt einen Flugzeugträger, der gut 10 Knoten schneller ist wie er. Also, tut mir leid, da fehlen mir die Worte. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben nur noch den Flugzeugträger und unsere äußerst hilfreiche Miyogi hier oben.
Ach, tut mir leid, das Moron-Team konnte ich mir nicht verkneifen, weil, wie gesagt, zwei Isokorsen lassen sich von einem Flugzeugträger rausnehmen. Die Miyagi fährt irgendwo am Ende der Welt rum, wo sie definitiv keinen Gegner hat, den sie bekämpfen kann. Und sie wird auch keinen mehr zu Gesicht bekommen im Laufe dieses Gefechts. Na, da fällt mir irgendwie nichts mehr ein dazu. Ja, wie gesagt, das Ding haben wir verloren, aber wie gesagt, wir haben vernichtender Schlag, dann haben wir den Doppelschlag und Großkaliber bekommen, haben zwei Caps erobert, 149 Treffer gemacht, vier Torpedotreffer, vier Schiffe versenkt, 16 Trente. Also für mich war das ein echt gutes Gefecht, wenn das Team da ein bisschen mitgespielt hätte, hätte das anders aussehen können. Ihr seht das, ich führe mit knapp 1000 Punkten vor dem nächsten, dann der nach mir kommt. So, Schaden haben wir gemacht, 45.000 HE. Ja, 27.000 durch Brände, 42.000 durch die Torpedotreffer und insgesamt nochmal 6.200 durch die Wassereinbrüche. Jede Menge Gegner haben wir hier beschädigt, ordentliche Reihe. Schade. Naja. Was ist rausgekommen? 400.000 hat das Ganze gebracht und nochmal 3.200 EP. Ja, das war leider eine Niederlage, aber so ist es manchmal, wenn das Team nicht mitspielt, kann man nichts ändern. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf HODER TV und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.